Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo! Heute zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve sauber ein neues Projekt aufsetzen kannst und Ordnung hältst, die deinen Workflow und dein Projektmanagement verbessern. Okay, cool! Ich habe DaVinci Resolve bereits geöffnet. Wir befinden uns hier im Startbildschirm des Programms. Hier werden uns normalerweise alle unsere Projekte angezeigt. Standardmäßig wird hier oben links auch Untitled Projekt angezeigt. Wenn wir da draufklicken, dann öffnet er uns direkt ein Projekt. Ich kann das mal kurz vormachen und dieses Projekt heißt dann aber auch Untitled Projekt. Wir kommen dann hier in dieses Fenster rein, haben hier unten dann auch unsere ganzen Reiter, die wir benötigen. Wenn wir dieses Projekt jetzt abspeichern wollen, unter File, Save Project, dann fragt er uns erstmal, welchen Namen wir dafür vergeben möchten. Ich nenne das jetzt mal DaVinci Projekt Management und gehe auf Save. Nun kann es sein, dass du auf einem anderen Rechner weiterarbeiten musst oder dass der Rechner, auf dem du arbeitest, zurückgesetzt wird und du diese Daten dann nicht mehr finden kannst. Deswegen müsstest du dein Projekt einmal sauber archivieren und ablegen. Und das geht relativ einfach. Als allererstes benötigen wir dafür natürlich einen Schnitt. Ich gehe mal hier auf den Punkt Edit. Ich ziehe mir jetzt hier mal einfach Material rein. Selektiere mir hier einfach mal alle Files und ziehe mir die hier rein. So, und wenn das jetzt mein fertiger Schnitt ist, oder mein Schnitt ist, mit dem ich weiterarbeiten möchte, dann kann ich mir dieses Projekt ganz einfach ablegen, indem ich hier oben auf File, Export Project gehe und hier kann ich nun einen Ordner selektieren, wo ich mir das gerne hinspeichern möchte. Ich gehe mal hier auf meinen Desktop, unter Videoprojekte, DaVinci Resolve. Wir sehen das, ich habe mir das hier sauber abgelegt, ein Ordner Videoprojekte, dann eben DaVinci Resolve. Und hier sehen wir jetzt meine ganze Ordnerstruktur, wie ich sie mir anlege. Wir sehen, dass ich hier Projekte von 2023 drin liegen habe, die hier archiviert sind. Und ich baue mir das immer so auf, dass ich als erste zwei Zahlen eben die Jahreszahl angebe. Als zweites gebe ich den Monat an hier. Die zweiten beiden Zahlen sind der Monat und die dritten beiden Zahlen sind der Tag. Heute ist der 24. Und dann gebe ich dem hier einen Working Title, dass ich das auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederfinde. Wir sehen jetzt, dass hier momentan der Ordner leer ist. Wenn wir in die anderen Ordner reingucken, dann sehen wir hier immer eine feste Ordnerstruktur, die ich mir anlege. Mit dieser Struktur finde ich in meinen Projektordnern alle Dateien, die mit dem Projekt verknüpft sind, wieder. In den Ordner Info packe ich Informationen zum Projekt oder Skripte, die ich für das Projekt aufsetze. In den Ordner Footage kommt unser gefilmtes Material bzw. das Videomaterial, was wir für das Projekt benötigen. In den Ordner Audio packe ich meine Audiodateien, also Musik, Soundeffekte und Voice-Over-Dateien. In den Ordner Grafik kommen anfüllende Grafiken, wie zum Beispiel Logos, Bauchbinden und so weiter. In den Projektordner packen wir unser Projekt und in den Exportordner exportieren wir unseren fertigen Film. Ich habe zwei Bildschirme, ich ziehe mir mal hier mein Fenster rüber und wir sehen hier den Ordner Ordnerstruktur und diese Ordnerstruktur, die ist leer, die habe ich einmal leer hinterlegt und kann sie mir dann einfach in neue Projektordner einfach rüber kopieren. Am besten pausierst du dieses Video hier mal kurz und legst dir selber diese Ordnerstruktur hier an. Ich mache das jetzt mal eben, ich gehe drauf, sage hier kopieren, gehe jetzt in meine Videoprojekte, DaVinci Resolve, der Ordner, den ich mir hier zuletzt angelegt habe. Ich klappe den hier nochmal aus, DaVinci Resolve Projektmanagement und jetzt füge ich hier einfach meine leere Ordnerstruktur ein. Jetzt kann ich das Fenster hier wieder auf meinen zweiten Bildschirm ziehen, das brauche ich jetzt nicht. Jetzt lege ich ja hier fest, wo er das Projekt reinspeichern soll. Ich gehe auf DaVinci Resolve und dann finde ich hier den Ordner Projekt und da möchte ich das gerne ablegen. Den Namen habe ich bereits eben vergeben. Der passt soweit, DaVinci Resolve Projektmanagement. Ich könnte ihm jetzt höchstens noch das Datum von heute geben. Also gebe ich hier auch 24.05.24 ein. Die ersten zwei Zahlen fürs Jahr, die zweiten für den Monat und die dritten zwei Zahlen für den Tag. Ich gehe hier auf Save und wenn ich jetzt hier wieder mein Fenster rüberziehe und in meinen Ordner gucke, Projekt, da sehen wir, dass er mir jetzt hier ein DaVinci Resolve Projekt abgelegt hat, genauso wie wir uns das gerade benannt haben. Und wenn ich das Projekt hier jetzt mal schließe und hier einen Doppelklick drauf mache, öffnet er mir das Projekt und ich kann hier drin weiterarbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial helfen.
Falls du irgendwelche Fragen hast oder irgendetwas unklar sein sollte, dann frag mich gerne in den Kommentaren. Ich probiere das dann zeitnah zu bearbeiten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald!